Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht's weiter mit den Animationen, wo wir schon vor einer Weile aufgehört haben. Und zwar wollen wir heute, also Animationen werden ja standardmäßig nicht in Unreal Engine erstellt, sondern zum Beispiel in Blender oder Maya oder sonst irgendwie so einem Tool, aber sie werden dann importiert. Und das haben wir hier schon gemacht. Wir haben hier wunderbare Animationen. Lass uns mal ganz kurz reingucken, was wir hier zur Verfügung haben. Das hier, ignorieren wir einfach mal, das ist ein Blend Space, das wollen wir selber machen und das hier ist ein Blueprint, wollen wir auch selber machen. Aber die Animation hier, diese grünen wunderschönen Dinger, die kennen wir schon, haben wir schon mal angeguckt und das sind ein paar komische Animationen. Okay, das ist die Hüpfanimation, werden wir auch noch damit arbeiten, keine Sorge. Das ist aber die Idle-Animation und die ist ziemlich cool, weil ja, er atmet sozusagen, sieht echt geil aus. Und dann haben wir hier die Walk-Animation, mit der wollen wir heute auch arbeiten. Das ist ein ganz normales Laufen und schließlich haben wir noch die Run-Animation, wo er richtig schön sprintet. So, jetzt ist es natürlich nicht so, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, mein Game starte, ich drücke W und er fängt sofort an zu sprinten, sondern normalerweise sollte man so langsam anfangen zu sprinten, dann sollte man auch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben und dazu dann jeweils unterschiedliche Animationen. Und ziemlich cool ist es, wenn man eben so allmählich Übergänge hat und genau dazu sind Blend Spaces da. Wir wollen also einen Blend Space erstellen, der uns die ganzen Animationen, also Stehen, also Idle und Walk und Run ineinander übersmoothed sozusagen, interpoliert nennt sich das Ganze auch. Okay, dazu gehen wir erstmal wieder in unseren Animation-Folder hier, also wo ihr das Ganze übrigens findet, ganz unten. Wir sind im Third-Person-Template für die Leute, die das letzte Mal nicht aufgepasst haben. Und dann unser Mannequin und Animations, da habt ihr die ganzen Animationen. Und genau hier erstellen wir uns jetzt auch unseren wunderbaren Blend-Space. So, unter Animation, nicht unter Blendables, das ist was völlig anderes. Das ist Material, Material Instance, bla bla bla, alles nicht unser Ziel jetzt gerade. Haben wir hier Blend-Space 1D. Über Blend-Spaces allgemein wollen wir noch ein bisschen reden nachher, aber wir wollen keinen erstellen, sondern wir wollen hier bloß einen Blend Space eindimensional machen. Wir wollen nur eine einzige Dimension sozusagen haben. Achtung, Dimension meint hier nicht auf dem Blatt Papier eine Gerade oder sowas, sondern, ja, ihr werdet es gleich sehen. Okay, wir nennen das ganze Ding jetzt einfach mal Third Person. Und damit es ein bisschen einheitlicher ist, dann wollen wir Third Person Blend Bodenstrich, Bodenstrich habe ich gesagt, Idle Walk, Run. So, und wenn wir jetzt das öffnen wollen, einfach wieder einen Doppelklick drauf und bam, wir sind wieder in Persona gelandet. Also in diesem wunderschönen Teil, wo wir uns gerade schon die ganzen Animationen angeguckt haben. Also genau hier. Also nichts Besonderes, kein neues Interface, aber irgendwie sieht es doch ein bisschen anders aus. Schaut euch das ganze Ding hier an und dann schaut euch unser Ding an. Ja, sieht nicht wirklich beeindruckend aus, ist aber ziemlich mächtig das Ganze und auch ein echt nützliches Feature, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Egal. Auf jeden Fall, was wir hier unten sehen, dieser kleine grüne Bobble, der muss euch gerade mal kurz noch nicht irritieren, das darf er gleich übernehmen. Jetzt ziehen wir uns erstmal hier diese Idle-Animation, also diese Animation, wo er quasi einfach nur da steht, genau die da. Achtung, ich wechsle wieder in den Blend Space. Die Dragon droppen wir jetzt einfach mal ganz links rüber. Und hier unten sehen wir aktuell noch None und Werte von 0 bis 100. Das werden wir gleich noch ändern. So, und was jetzt passiert ist, wir haben einfach überall, egal was für einen Wert wir hier unten haben, das ist nämlich eine Variable hier unten auf dieser X-Achse hier. Also wir haben keine Y-Achse, das wäre dann ein zweidimensionaler Blend Space, sondern wir haben nur eine X-Achse. Das heißt, wir haben Werte von 0 bis 100 und die werden dann sozusagen interpoliert. Und ja, wir haben jetzt hier unsere Idle-Animation, das heißt, wir laufen, wir stehen still, wenn wir eben nicht laufen, also wenn wir keine Geschwindigkeit sozusagen haben. Und da kommen wir auch schon zu dem praktischen Nutzen von dem Ganzen. Wir nennen das Ding jetzt hier nicht mehr None, sondern wir nennen das Ganze jetzt Speed. Nicht Speed of Light, sondern ein bisschen langsamer. Okay, und wir wollen Werte von 0 bis 100. So, und ja, das ist eigentlich ziemlich geil. Weil wir hier eben jetzt unseren Speed interpolieren können. Das heißt, bei Geschwindigkeit 0 passiert logischerweise nichts. Wir atmen und wir stehen sozusagen still. Aber wenn wir langsam anfangen zu laufen, ich mache das jetzt mal hier ungefähr auf 25, und dann wird dieser Wert hier interpoliert. Das heißt, ich zeige es euch einfach mal gerade. Zum dieses Ding hier schieben, drückt ihr bitte Shift und dann einfach hier hin und her ziehen, also per Drag and Drop. Dann könnt ihr das Ganze hier jetzt einfach mal angucken, sozusagen als Vorschau. Alles, was schneller ist als 25,
Wir haben Werte von 0 bis 100. Alles, was schneller ist als 25, hat diese Animation, weil wir ganz rechts noch nicht hingesetzt haben. Kommt aber gleich noch. So, und wenn wir jetzt uns das hier auf 0 angucken, da steht da still. Aber wenn ich jetzt Werte dazwischen mache, dann fängt er hier ganz langsam an zu laufen, also wirklich an zu schleichen sozusagen. Und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und plötzlich sind wir schon ein bisschen am Laufen, ganz langsam immer noch. Aber je näher wir der Walk-Animation kommen, desto schneller laufen wir. Aber wir haben hier quasi wirklich einen absoluten Übergang. Also zwischen den beiden Animationen. Einfach nur stillstehen und super laufen. So, und jetzt ziehen wir uns hier noch unsere Run-Animation. Das ist quasi das Maximum. Schneller geht nicht. Das ist die Animation, die wir haben wollen, wenn wir rennen. Und jetzt ziehen wir das ganze Ding mal hier rüber. Also beachtet, wir stehen still. Wir fangen langsam an zu laufen, bis wir bei der Walk-Animation sind. Und dann machen wir das Ganze immer schneller, 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 schneller. Ihr seht, wir sind hier schon ordentlich bei Speed, also bei 50 ungefähr. Das ist 50. So, und jetzt sind wir hier schon relativ nah an der Run-Animation dran, aber noch nicht ganz. Jetzt sind wir an der Run-Animation. Und das ist dann bei den vollen 100 eben. Und ja, selbst wenn mein Wert hier drüber ist, kann ich leider irgendwie buggen, aber ich weiß nicht wieso. Naja, auf jeden Fall geht's. Aber das interessiert mich eigentlich nicht. Ab 100 und aufwärts habe ich dann einfach immer meine Run-Animation. Und 0 und niedriger habe ich dann immer eben die Idle-Animation. Also das ist quasi einfach so eine Übergangsfunktion. Ihr könnt ja natürlich auch anpassen, also zum Beispiel ist bei dem Idle Run 2D, das ist im Prinzip genau das, was wir gerade gemacht haben, ist hier der Wert auf 375. Ich nehme an, das soll ein Meter pro Sekunde sein am Ende, oder Zentimeter pro Sekunde am Ende, aber das brauchen wir eigentlich hier nicht. So, und das ist es eigentlich auch schon. Das ist unser Blend Space, unser wunderschöner Blend Space. Und den speichern wir jetzt. Und damit sind wir für heute schon wieder durch. Ich lasse den mal ein bisschen schneller laufen, weil mich das langsame Schleichen hier furchtbar aufregt. So, okay, das ist unser Blend Space. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like da. Falls nein, bitte einen Kommentar, warum nicht. Und ansonsten wäre es natürlich immer cool, wenn ihr mich abonniert. Beziehungsweise, wenn ihr es schon getan habt, einfach mal teilen oder sowas. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.